Makago ist ein Pokémon mit den Typen Feuer und Gestein, existiert seit der zweiten Spielgeneration und ist die letzte Entwicklungsstufe von Schneckmark. Makago ist ein mittelgroßes schneckenähnliches Pokémon, das rot, grau und orange auftritt. Der eigentliche Körper ist dabei rot gefärbt und das Schneckenhaus färbt sich grau mit einigen orangenen Stellen. Das Pokémon bewegt sich mit seinem breiten Fuß vorwärts und aus diesem steigen ab und zu Blasen auf. Ein dicker Hals verbindet Fuß und Kopf, dieser besitzt dann eine runde Schnauze, wobei der Unterkiefer etwas nach hinten liegt. Jeweils an den Seiten des Oberkiefers wachsen je zwei Fortsätze, die Tropfen ähneln. Die beiden großen Augen bestehen aus gelber Lederhaut und schwarzen kleinen Pupillen. Auf dem Rücken wächst das große scheinende Schneckenhaus, das von unebener Form ist und oben an den Seiten über zwei Löcher verfügt und aus diesen ist ab und an eine kleine Flamme zu sehen. Und in der Shiny-Form ist der Körper hellviolett gefärbt und das Haus braun gefärbt. Makago nutzt vor allem spezielle Attacken von einigen verschiedenen Typen. Nennenswerte sind hier beispielsweise Antikraft, Flammenwurf und Erdkräfte. Zusätzlich greift es physisch mit Steinwurf, Steinhagel und Body Slam an. Eine seiner Fähigkeiten ist Magmapanzer, wodurch das Einfrieren verhindert wird. Durch die Fähigkeit Flammkörper wird der Gegner bei Berührung verbrannt. Und durch die versteckte Fähigkeit Bruchrüstung wird bei physischen Gegentreffern die eigene Verteidigung gesenkt, dafür aber auch die Initiative erhöht. Makago ist eher selten in freier Wildbahn zu sehen, wenn, dann ist es in Berglandschaften zu sehen, wie beispielsweise dem Glutberg oder dem Kahlberg. Das Haus auf seinem Rücken ist ausgehärtete Haut, es zerbricht dabei schon bei der geringsten Berührung. Aus diesem Steckengehäuse sprudeln Feuerfontänen, die seinen Körper durchfluten. Sein Körper ist dabei heißer als Lava und seine Körpertemperatur liegt dabei ungefähr bei 10.000 Grad Celsius. Es bringt damit sofort Wasser zum Verdampfen, demnach sorgt es auch dafür, dass Regen augenblicklich zu Dampf wird und ein dichter Nebel entsteht. Makago bildet dabei die letzte und einzige Entwicklungsstufe von Schneckmark und entwickelt sich unabhängig von Tageszeit und Ort automatisch auf Level 38 weiter. Dabei verändert sich dessen Grundstruktur nur geringfügig. Den Rücken des aus Lava bestehenden Pokémon ziert nun ein rundes Gebilde aus Gestein, aus dessen oberen Ende eine kleine Flamme emporsteigt. Die flammenden Fortsätze, die einst Augen sowie Kopf geschmückt haben, gehören nun der Vergangenheit an. Und bezogen auf die Größe des Pokémon sind hierbei keine auffallenden, markanten Unterschiede zu vermerken, da es bei der Entwicklung kaum Zuwachs an Volumen verzeichnet. Mit seiner Typenkombination aus Feuer und Gestein nimmt es dabei Viertelschaden gegen Feuerattacken, halben Schaden gegen Normal-, Eis-, Gift-, Flug-, Käfer- und Feeattacken, doppelten Schaden gegen Kampf- und Gesteinsattacken, vierfachen Schaden sogar gegen Wasser- und Bodenattacken und der Rest macht normalen Schaden.